Sigrid Tesar lebt und arbeitet in Osterburken am Rande des Odenwalds. Als die Diagnose grauer Star feststand, hat sie sich im Internet, aber auch in ihrem Bekanntenkreis kundig gemacht, wo und wie diese Operation angeboten wird. Entschieden hat sie sich dann für einen Eingriff per Laser am Friwis-Lasik-Zentrum der Universitätsmedizin Mannheim. Ich hatte eine Sehschwäche von -7,5 Dioptrien mit starker Hornhautverkrümmung, hatte die Alterssichtigkeit und konnte deshalb, morgens mein erster Griff war die Brille und abends meine letzte Aktion Brille runter. Also ich konnte überhaupt nicht ohne Brille den Tag überstehen. Von Anfang an war daher für sie klar, dass sie künftig keine Brille mehr tragen wollte. Die Lösung? Eine trifokale Linse, die erst seit kurzer Zeit als ausgereiftes Produkt auf dem Markt ist. Bei der Nachuntersuchung ist Professor Michael Knorz mit dem Ergebnis der Operation ausgesprochen zufrieden. Trifokale Linsen bedeutet, es ist eine Linse, die aus mehreren Linsen besteht. Tri für drei Fokusbrennpunkte. Das heißt, die Linse stellt in drei Entfernungen scharf. Einmal in die Nähe zum Lesen. Zweitens zu dem Computerabstand und drittens in die Ferne. Das heißt, ich kann mit dieser Linsentechnik eine Brille vollständig ersetzen. Die Laser-OP ist keine Kassenleistung. Die Kosten für die Patienten können mehrere tausend Euro betragen. Auch Privatversicherte müssen sich vor der OP mit ihrer Kasse auseinandersetzen. Allerdings spricht viel für den Laser. Der Laser bietet den Vorteil, dass er präzise arbeitet. Der Laser muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Operationsroboter. Versuchen Sie mal von Hand den Kreis zu ziehen, zeichnen oder machen Sie das mit dem Zirkel. Und so ist der Laser im Vergleich zu meiner Hand. Die Öffnung der Augenlinse ist präziser, wenn sie von dem Laser durchgeführt wird. Die Schnittführungen am Auge sind präziser, wenn sie von dem Laser durchgeführt werden. Und je höher die Ansprüche der Patienten und des Arztes, umso eher nimmt man Laser, weil das Ergebnis etwas besser ist. Die Operation selbst wird auch von den Patienten als nicht besonders schwerwiegend empfunden. Es handelt sich um einen ambulanten Eingriff, bei dem lediglich mit Augentropfen betäubt wird. Während der Operation liegt der Patient auf einer Liege und dann kommen zwei Abschnitte. Der erste Teil ist der Lasereinsatz. Da wird der Laser aufs Auge gefahren. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn so ein ganz kleiner Plastiktrichter aufs Auge drückt. Dauert ungefähr eine Minute, dann ist dieser Teil abgeschlossen. Der Laser übernimmt es also, die alte, eingetrübte Linse Schicht für Schicht mit höchster Präzision zu zerteilen. Im zweiten Schritt muss ich als Operateur die zerkleinerte Linse absaugen und durch eine neue ersetzen. Auch das ist eigentlich in wenigen Minuten geschehen, während der Patient da auf der Liege liegt. Pro Jahr operiert Professor Dr. Michael Knorz rund 300 Patienten. Die Nebenwirkungen gliedern sich einmal in die Operationen, einmal in die Linsen. Von den Linsen her, das ist das Wichtigste eigentlich, Trifokallinsen bieten natürlich den Vorteil der Brillenfreiheit, haben aber das Problem, dass etwas Licht verloren geht. Sie haben also einen etwas schwächeren Bildkontrast. Das äußert sich für Patienten in der Dämmerung bei Nacht darin, dass sie um Lichter leichte Lichthöfe bemerken. Das stört die wenigsten. 95-98% der Patienten sind gar nicht gestört, aber 2-5% der Patienten klagen nachts über die Wahrnehmung von störenden Schleiern um Lichter. Das ist der Preis sozusagen für die völlige Brillenfreiheit. Ein Preis, der bei Sigrid Tesar auch 8 Wochen nach der OP kaum zum Tragen kommt. Ich fühle mich wohl in allen Lebenslagen. Ich brauche weder eine Brille zum Autofahren, noch zum Lesen, noch an meinem Arbeitsplatz. Es ist eine völlige Befreiung für mich, ohne Brille durchs Leben zu gehen. Und gemeinsam mit ihrem Mann genießt sie es, wieder klar sehen zu können.